Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, lange ist es angekündigt. Nun startet es GTA San Andreas. Ja, nach GTA 3 und zweimal GTA, ja doch, GTA 3 und zweimal GTA Vice City. Ach ja, ich habe mich gefreut. War kein Radio. Hilfe, ich habe keinen Bock auf Content-Treffer. Audio müsste aber so weit eingestellt sein. Grafik, auch alles vernünftig. Frame Limiter, soll ich den anlassen oder? Oh, ach komm, den lassen wir an. Scheiß drauf. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel. Ich hoffe, dass das diesmal alles reibungslos klappt. Ich habe schon zweimal versucht, dieses Spiel aufzunehmen. Heute. Damit ihr auch morgen die erste Folge passend zu Heiligabend bekommt. Jo, wir starten ein neues Spiel. Viel Spaß bei der Introsequenz. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Und damit sind wir auch schon im Spiel. Ach ja. Wir spielen den guten Carl Johnson, kurz CJ, dem... Ja, er wurde angerufen, seine Mutter ist tot, er soll zurück nach Los Santos kommen. Und dort wird ihm einfach mal so in den ersten 5 Minuten ein Mord angehängt. Von den 3 Crashbullen. Oder von den 2 Crashbullen. Der gute Herr Hernandez ist ja nicht so wirklich involviert, aber das werden wir alles noch sehen. Die anderen beiden sind Officer Tenpenny und Officer Pulaski. Und natürlich sofort ein kleiner Unfall. Wie soll's auch anders sein? Wir fahren jetzt erstmal mit dem Fahrrad zu unserem Haus, was mit dem CJ-Symbol markiert ist. Ach ja, das wird genial. Ich freue mich auf dieses Spiel. Alleine nur, ich zeige euch das mal eben kurz.
die Map, die ist einfach nur riesig. Was man hier alles machen kann, ey, man kann in Häuser einbrechen, man kann ins Fitnessstudio gehen, man kann sich vollfressen, man kann zum Friseur gehen, man kann sich Tattoos stechen lassen, das ist geil. Dann haben wir hier noch die ganzen Graffitis. Ah. Oh. Es ist genial. Ich werde nicht alles machen, also es wird auf keinen Fall ein 100%-Run. Ich werde einfach das machen, wozu ich gerade Bock habe. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Ach Karl, sei doch nicht so hart mit dir selber. So, als erstes holen wir uns hier hinten eine Waffe. Können wir nämlich für die erste Mission ganz gut gebrauchen, wenn mir das Spiel nicht gleich wieder einen Strich durch die Rechnung macht und bei der zweiten Cutscene abschmiert. Das ist mir nämlich vorhin nämlich einmal passiert und das ist nicht so schön. So. Sollte das passieren, mache ich an der Stelle einen Schnitt. So, das wäre dann der Schnitt, wenn es gleich abschmiert. Ich hoffe nicht. Es wird in der ersten Folge heute sehr viele Cutscenes geben, deswegen sage ich euch das schon mal vorweg. Nur, ja, das war's. Viel Spaß mit der ersten Cutscene. Chill. CJ. Oh, my dog. What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. I've missed you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey! Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them SAs. You know we beefed. They ain't nothing but a bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. So, und dann müssen wir nun schon mit dem Fahrrad abhauen, da die Ballers uns verfolgen. Aber da wir uns eine Knarre geholt haben... CJ. Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad?
I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. So, deswegen. You better shut up. Oh. Alter. Genau deswegen. Ganz schnell weg hier. Die Polente hängt uns am Arsch. So, jetzt haben wir aber wenigstens die Ballers schon mal beseitigt. Interessiert mich denn ein Bunny-Hopser? So, ich hoffe mal, dass die Bullen gleich auch weg sind. Move it, see. Keep up, motherfucker. Ja, das ist der werte Ryder, der uns das ganze Spiel über beleidigen wird. Das halbe Spiel, Entschuldigung. Why you bother coming back? Um dir in den Arsch zu treten. Straight back into the game, right, dog? Hallo, ich will die Gespräche weiterhören. Was it this bad before you left? Ja. East Coast got you all thinned out, home. Kann ja jeder so fett sein wie du. Egal. Ach ja, alleine wie viel Skills man hier verbessern kann. Rad-Skills, Motorrad-Skills. Es ist einfach genial. Ich werde auch nicht nur stur die Mission runterrattern. Natürlich hauptsächlich schon, aber ich werde auch viel ein paar Nebensachen machen, so wie in Häuser einbrechen, einfach nur um Kohle zu verdienen. Weil Kohle sehr wichtig ist in diesem Spiel. Hinterher allein um die ganzen Häuser zu kaufen, was ich auf jeden Fall eigentlich machen wollte, doch. Ach ja. Es ist einfach nur genial. Das Let's Play wird mit Sicherheit auch einige Folgen haben, so 100 auf jeden Fall, doch. Also das geht, das dauert auf jeden Fall, aber ich hoffe ja, dass es euch gefällt. Wurde ja nach GTA, nach dem Replay von GTA Vice City sehr, ja nicht oft gefordert, aber es wurde unter dem Video schon oft geschrieben, bitte GTA San Andreas als nächstes und jetzt kommt es dann ja auch. So. I got with them motherfuckers though, sold them niggas who's gangster, ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure, thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down, I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Es kommt gerade vom Richtigen. Du kannst dein Spiel speichern, indem du CJs Haus betrittst. Du kannst dein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Stelle dich in die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Und damit wäre die erste Mission auch schon abgeschlossen. So, als erstes parken wir mal unser Fahrrad hier drin. So, nein, ich gehe noch nicht in Karls Haus. Erstmal hole ich mir hier hinten wieder die Knarre. Hallo. Naja. So, weil wegen Munition. Da ist doch schon besser, ein paar Schuss im Ärmel zu haben. Ja. Ja doch, mehr Waffen brauchen wir erstmal zu Beginn auch nicht. Die ersten zwei Missionen brauchen wir eigentlich sowieso keine Waffen, aber naja, besser ist es, welche in der Hinterhand zu haben. Um das Spiel zu speichern, nimm das Diskettensymbol auf. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Typisches GTA eigentlich. Das Prinzip von GTA versteht ja eigentlich jeder. So, hier die Kamera nehmen wir auch schon mal mit. Einfach nur, weil wir es können. Brauchen wir zwei... Na, wir brauchen die eigentlich erst in der zweiten Stadt, aber... Naja, wir speichern an der Stelle mal. Zack, zack, zack. Und ab nach draußen. Wir machen auch noch die nächste Mission. Geht zu Ryder. Er wohnt ein Stück die Straße runter. Ein Stück. Das sind keine 50 Meter. Oh, ein Anruf. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove.
Now we so busy set tripping, ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Sweet warnt uns ein bisschen vor den ganzen Gangs hier in Los Santos. Los Santos, was ja ein bisschen das Los Angeles der damaligen Zeit darstellen soll. Also richtig schön mit Gangs vollgeballert, mit Bandenkriegen etc. Aber wir machen jetzt erstmal die Mission hier bei Ryder. Ryder. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Natürlich, auch wenn der Mann sich das die nächsten... ja, gefühlten 2 Monate über unseren Fahrstil aufregt, aber okay. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Ja, dieser Mann wird uns die nächsten paar Wochen im Ingame jetzt in, also Wochen Ingame, sehr oft noch einfach nur beleidigen. Am besten wir gewöhnen uns einfach dran. Ne? So, hier gibt es jetzt 2 Arten von Haarschnitten, die wir uns holen können. Entweder einen, worüber Ryder am lästern ist, oder einen, wo Ryder halt nur einen positiven Kommentar abgibt. Man kann sich den Corn-Row-Look holen. Da würde er einen positiven Kommentar geben. Bei Jerry Curl eigentlich auch. Alles andere ist ja, glaube ich, nur am lästern. Deswegen hole ich mir den, den ich mir leisten kann. Nein, nicht runtergehen. Hope you stick around longer this time. Scheiße. Oh, fail. Wollte gerade sagen, das war Fail. Das war Fail. Down, son. Natürlich. I can do all the modern styles too. Und man kann hier wirklich seinen Charakter eigentlich individuell anpassen. Man kann hinterher ins Fitnessstudio gehen, man kann sich anfressen, man kann... Ah, das ist einfach episch. So, das war's aber nun auch wieder. Du hast uns unser ganzes Geld abgezogen. Big Smoke, he needs a cut. Ach, Big Smoke labert eh nur Scheiße. Aber naja. Also Big Smoke labert viel Scheiße in dem Spiel. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Und Ryder ist die ganze Zeit am Kiffen. Nur nochmal so als Anmerkung. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an, ja, ja, wie viel du Energie du auch hast. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Ja, also Ryder, der ist zum größten Teil nur am Kiffen. Halte Tab gedrückt, um dir die Statistiken anzusehen. Dies zeigt ja den augenblicklichen Zustand. Und immer wenn die Statistik sich ändert, steht oben links eine Bemerkung. So, wir gehen jetzt aber erstmal in den Pizzaladen. Nicht nur, weil wir jetzt durch Zauberei gleich irgendwie $2 bekommen. Da, wir haben jetzt durch irgendwie Zauberei $2 bekommen. Nur damit wir uns eine Pizza essen können. Hier, next! Give up the money! This a raid! Ryder, not this again! It ain't me, fool! No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! So, dieser Mann wird uns jetzt eine Schrotflinte beschaffen. This pizza parlor's no pushover. Tja, Kollege. Danke für die Schrotflinte. So, auf zur Grove Street zurück. Damit wir nicht von der Polizei erwischt werden. Gut, wir können jetzt theoretisch auch hier reingehen, aber wir haben kein Geld.
gleich vorweg, in diesem Spiel werdet ihr, naja, meine Fahrskills erstmal wieder erleben. Und auch sehr oft das Wort Nigger, Motherfucker, eigentlich diese ganzen Klischeewörter für die Ghetto-Szene. Wow, das wird genial, ich merke das schon. Auch wenn ich das Spiel wahlweise auch mal mit Gamepad zocken werde, weil es einige Missionen gibt, die richtig assi sind. Richtig assi, wer das Spiel kennt, weiß welche Mission. Also da ist es dann doch besser, manchmal ein Gamepad zu haben. Aber sonst im Großen und Ganzen will ich es mit Tastatur und Maus spielen. So. Komm, wir parken richtig. Better drop by and see Sweet. You've been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Und das Wort Homie wird auch oft genannt. Halt die Klischeewörter. Und womit man sich bei GTA San Andreas erstmal klar, also womit man erstmal zurechtkommen muss, ist, dass man kein Geld für die ersten Missionen bekommt. Ich weiß, Sauerei, aber naja. Ach nee, komm, wir machen das so. Dann weiß ich wenigstens, welche Mission ich alles schon gemacht habe. So. Gut, aber an der Stelle war es das für die erste Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Projekt. Ich tue es auf jeden Fall. Ersten zwei Missionen haben wir heute gemacht. In der nächsten Folge werden wir uns ja doch erst noch die nächsten zwei, drei Missionen machen, damit wir die Grundlagen des Spiels schon mal haben. Weil wir dann auch hinter das Fitnessstudio freigeschaltet kriegen, etc. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas. Tschüss!